Guten Tag, liebe Freunde. Ich bin der Alzeriergute der Altheiden und möchte den gefallenen Schnee hier einmal nutzen, um etwas über den Gott des Winters, Ulla, zu erzählen. In der skandinavischen Mythologie heißt er ja Ulle, aber auch Ullin im Ortsnamen zum Beispiel. Bei Saxo Grammaticus im 12. Jahrhundert Olerus. Und man vermutet, dass der Originalname ursprünglich Vulsus, Herrlichkeit, gelautet habe. Es gibt dann bei uns auch den Ritter Ullinger, zu dem komme ich noch. In der jüngeren Edda finden wir auch so eine Art Anrufung von Ulla. Da heißt es nämlich, wie soll man Ulla nennen? Man soll ihn anrufen, Sohn der Sif, Stiefsohn Thors. Ondur-Aas, also das heißt übersetzt Schlittschuh-Aase, Boga-Aas, das heißt Bogen-Aase, Vaithi-Aas, das heißt Jagd- oder Weit-Aase und Skjaldar-Aas, also Schild-Aase. Tatsächlich kommt bei den Skalden, bei den Dichtersängern in Skandinavien sehr häufig mehrere Begriffe vor, die eigentlich mit den Schild symbolisieren wollen. Zum Beispiel Ullarkjöll, also Ullskan heißt das, Ullaskip, Ulls Schiff, oder Ullaraskyr, Ullas Esche, wahrscheinlich ein Eschenschild oder ein Eschenschiff gemeint. Das steht dann für das Schild als Schiff. Da gibt es dann die Vermutung, dass irgendwie Ulla seinen Schild als ein Schiff benutzt hat. Aber es gibt auch Forscher, die meinen, damit wäre nicht der Schild unbedingt gemeint, sondern vielleicht die Ski, weil er ja auch der Aase ist mit den Skiern. Die Sage berichtet, dass Ulla ein so geschickter Zauberer gewesen sei, dass er sich zur Überschreitung der Meere eines Knochens, auf dem er Zaubersprüche eingegraben, wie eines Schiffes bediente und mit ihm ebenso rasch wie mit dem Ruder die hemmende Wasserflut vor ihm überwand. Wir sehen hier ein Bild aus Olaus Magnus Geschichtsbuch von 1555, wo Ulla auf diesem Knochenski oder Knochenschiff auf dem Wasser dargestellt ist. Und was ihr jetzt hier seht, ist das Ortband von Thorsbjerg aus Dänemark aus dem Jahre um 200. Thorsbjerg ist ja ein bekanntes Opfermoor neben einem Berg, der dem Thor geweiht ist, aber in dem Moor hat man auch für alle anderen Götter geopfert. Und ein Ortband, das ist eigentlich das, was man an der Schwertscheide hat. Also ein Metallbeschlag sozusagen. Auf der linken Seite, von links beginnend, sehen wir die Runen, die bedeuten O Vulthu Sevas. Das heißt Odal, also Besitz, Erbbesitz des Vulthu Dinas. Vulthu ist eben ein Name Ullas. Und auf der rechten Seite sehen wir Ni Vae Maris, nicht schone der Berühmte der Mährenreiche. Das ist der Name dieses Schwertes, was hier getragen wurde. Denn Ulla ist ja ein Gott auch des Schwertes und der Zweikämpfe. Deswegen hat man ihm praktisch diese Schwertscheide geweiht. Und das ist ein Zeugnis des Ulla-Kultes um 200, also sehr alt. Das U ist übrigens nicht mitgeritzt, also Odala und dann Vunjo und dann gleich das L. Das hat der Runenritzer gemacht, weil er auf jeder Seite genau 10 Runen haben wollte. Auf der rechten Seite hat er dann noch eine Binderune verwendet, EM. Er wollte 2x10 Runen haben. Das ist wieder eine magische Runenanzahl, auf die er da geachtet hat, denn Platz wäre ja noch gewesen. Das aber gehört jetzt nicht hierher. Ihr wisst ja, dass ich auch Runenvorträge gemacht habe. Da könnt ihr dann nochmal solche Sachen genauer ausrechnen. Schon im Eddalied Grimnismal gibt es einen ganz merkwürdigen Vers, der lautet: Ullas Gunst hat und aller Götter, wer zuerst in die Glut langt. Es wird auch oft übersetzt, wer zuerst die Lohe löscht. Da sehen wir, dass er doch, also das Feuer,
dem Feuer eher feindlich ist, was ja auf den Schnee, auf den Winter gut passt. Aber er wird auch zuerst genannt. Und nun gibt es manche, die sagen, gilt da Ulla vielleicht sogar schon als Oberster der Götter? Denn wir werden ja gleich zu dem Mythos kommen, wonach Ulla zeitweilig der Oberste der Gott war. Dieser Mythos wird übrigens bei Saxo Grammaticus im dritten Buch, 81, wird er erzählt. Und zwar folgendes. Wotan Odin hatte die Rind verführt, weil sie ihn mehrfach schändlich abgewiesen hatte. Und er aber wusste, dass sie die Mutter von dem Rächer werden wird. Hat er sich dann als Wölver, als Zauberin verkleidet. Und das ist natürlich eine sehr, von der Ehre her, sehr negative Sache, wenn sich ein Gott in weibliche Verkleidung begibt. Das war also für die Götter dann doch irgendwie, fanden sie das nicht so gut. Und sie haben deswegen, die ganzen Götter haben dann beschlossen, Odin zu verbannen. Die Götter von Byzanz, wie Saxo immer sagt, Byzanz ist bei ihm eigentlich nur ein anderer Begriff für Asgard. Also die Götter selbst haben gesagt, so, wir wollen Odin jetzt nicht, der soll verbannt werden, und haben gewählt den Olerus, Ulla, als Stellvertreter und Nachfolger. Das geht so weit, dass er auch den Namen Odin bekommen haben soll, laut Saxo Grammaticus. Saxos Schilderungen sind immer ein bisschen tendenziell, man muss da aufpassen, aber so war das jedenfalls. Es gibt auch noch eine zweite Verbannung von Wotan, Odin, und zwar heißt er da derjenige, der an seine Stelle tritt, mit Odin, also ein zweiter Odin oder so. Jedenfalls egal, Ulla war jetzt sozusagen der König der Götter, wurde auch so verehrt und konnte auch 10 Jahre lang so herrschen. Danach haben aber die Götter gesagt, so, jetzt reicht's eigentlich, wir können Odin eigentlich wieder zurückholen. Irgendwie waren sie vielleicht auch mit der Herrschaft von Ulla nicht so ganz zufrieden, was weiß ich. Also es kam Odin natürlich wieder zurück und er vertrieb den Ulla, der erst nach Schweden ging und dort herrschen wollte. Tatsächlich haben wir in Skandinavien sehr, sehr viele Ortsnamen, die auf den Kult des Ulla deuten. Er wurde dann laut Saxo irgendwann von einem Dänen erschlagen. Nun, wir wissen natürlich, dass Götter nicht sterben können und so weiter. Das ist immer nur so eine Symbolik. Also er lebt natürlich weiter, und das ist ja ganz klar. Das ist nur dieser Mythos. Interessant ist nun, dass im Vegtamskvidalied Ulla auch als Baldurs Freund bezeichnet wird. Warum gerade Baldur mit Ulla? Weil beide dann irgendwo zeitweilig bei der Hel waren im Totenreich. Deswegen sind sie sozusagen befreundet. Ich werde euch dann jetzt auch noch mal dazu ein Bild zeigen. Hier, dieses Bild stammt aus einer Handschrift der jüngeren Edda von 1760, die der Olafur Brynjolfsson gemacht hat. Sie geht auf eine Vorlage von 1665 zurück, die nicht erhalten ist. Und diese 1665er Vorlage geht auf die jüngere Edda direkt zurück. Wir sehen hier den Gott Odin auf seinem Ross Sleipnir. Wir finden oben dann in der Ecke Geheimschrift und Runen. Da steht also Herr Rydur Odin Hestinum Sleipni. Hier reitet Odin den Hengst Sleipnir. Also die Namen Odin und Sleipnir sind in Runen, der Rest ist in einer Geheimschrift gehalten. Und wir sehen hier, dass neben Odin auch eine Sonne wieder zu sehen ist. Also Odin ist hier tatsächlich als Sonnengott aufgefasst. So, das hier jetzt ist ein anderes Bild, das zeigt Ulle aus der gleichen Handschrift. Da steht oben Uli Sohn Odins met sin boca skrafa hiapa skidum. Ulla, der Sohn Odins, fährt hier Ski. Das ist eigentlich die einzige Stelle in unseren Mythen, wo eigentlich der Vater von Ulla erwähnt wird, nämlich Odin.
Stiefvater ist dann Thor. Da haben dann manche gesagt, naja, Odin hat dann die Ehe gebrochen mit Sif und hat sozusagen Thor betrogen, aber das stimmt nicht. Es bezieht sich auf eine Zeit, bevor Thor überhaupt mit der Sif vermählt war. Da hat er mit Sif den Ulla erzeugt. Also Ulla ist der Sohn Wotans. Ja, soweit erstmal zu diesen Bildern. Was sagt nun dieser Mythos? Nun, Ulla ist als Winter aufgefasst, Odin mit der Sonne, wie ich es gezeigt habe, als Sommer. Ist ja ganz klar, wenn der Sommer weg ist, herrscht der Winter. Und das wird im Mythos gesagt, dass Odin verbannt ist und Ulla herrscht. Es wird zwar im Mythos von 10 Jahren gesprochen, es ist aber eigentlich nur der Winter sozusagen. Und deswegen gibt es auch manche Forscher, die meinen, Ulla wäre ein anderer Name für Odin. Dass das Ulla sozusagen der winterliche Odin sei und Odin selbst sozusagen der sommerliche. Aber das ergibt keinen Sinn, denn wie gesagt, es wird ja doch in Ulla wird ja mehrfach erwähnt und deswegen kann man das nicht so einfach sagen. Dann will ich hier nochmal aus der jüngeren Edda erzählen, wie dort Ulla beschrieben ist. Da heißt es, Ulla heißt ein Aase, Sohn der Sif und Thors Stiefsohn. Er ist ein so guter Bogenschütze und Schneeschuhläufer, dass niemand sich mit ihm messen kann. Er ist schön von Angesicht und kriegerisch von Gestalt. Bei Zweikämpfen soll man ihn anrufen. Gerade dieser letzte Teil, bei Zweikämpfen soll man ihn anrufen, greift ja diesen Mythos auf, wonach eben Odin und Ulla beide mal jeweils geherrscht haben, wo also eine Auseinandersetzung war zwischen Ulla, der gerne weiter hätte geherrscht, und Odin. Und deswegen ist er ein Gott, den man bei Zweikämpfen anruft. Wäre er gestorben, übrigens würde man ihn natürlich nicht anrufen. Ja, was gibt es noch von Ulla zu erzählen? Im Atlagewidder wird ein Eid erwähnt bei Ulls Ring. Das ist natürlich dann so ein Tempelring. Und in jedem Tempel war ja ein anderer Hauptgott. Und in einem Tempel des Ulla ist natürlich dann auch der Tempelring dem Ulla geweiht. Wäre es ein Tempel des Frei, wäre es eben Freis Ring. Wäre es ein Tempel des Odin, wäre es Odins Ring. Also das bedeutet nicht, dass Ulla jetzt irgendein besonderes Verhältnis zu dem Ring haben sollte, wie manche gemeint haben. Die sahen dann darin so eine Art Mondsichel. Ulla als Mondgott. Man kann ein H davor setzen, dann heißt es Hulla, der Verhüllende. Aber das ist eine Deutung, die nicht so ganz stimmig ist. Ja, im Norden wurde Ulla sehr stark verehrt, bei uns eben wie gesagt nur wenig. Wir haben eben das Lied vom schwarzen Ullinger. Gut, Ritter, der reit durch das Ried, er sang ein schönes Tageslied. Er sang's mit heller Stimme, das gegen die Burg tut klingen. Und er raubt dann eine Jungfrau, die in der Burg sitzt. Und dann heißt es, der Ullinger hat schon 11 Jungfrauen gehangen, die 12. hat er gefangen. Also er ist ein richtiger böser Ritter. Fast nicht auf eine Gottheit. Vielleicht ist es ein alter Wintermythos, weil der Winter immer auch irgendwie negativ ist. Aber es kann auch sein, dass in christlicher Zeit einfach so ein altes Lied von einem Gott dann auch negativ gemacht wurde. Aber wir wissen es nicht genau. Wir wissen nicht genau, ob Ullinger wirklich dann auch Ulla ist. Das wissen wir nicht. So, und dann haben wir noch die Stelle aus dem Grimnismal. Idalir heißt es, wo Ulla hat sich den Saal erbaut. Warum Idalir? Eibental? Klar, die Eiben sind wintergrüne Bäume. Also da fühlt sich dann Ulla auch sehr wohl. Was ihr hier seht, ist eine Ulla-Medaille. Die hat man im vorigen Jahrhundert als Glückszeichen für Skifahrer genommen. Da ist also Ulla dargestellt mit Skiern. Ist ein bisschen schwer zu erkennen, ist auch ein älteres Teil. Aber es belegt, dass man bis in unsere Zeit irgendwie mit Ulla
den Ulla noch irgendwie in einer kultischen Form verehrt hat. Davon gibt es ja sehr viele verschiedene. Das, was ihr hier seht, ist eine Eibe und die Eibe ist ja dem Ulla geweiht. Nicht nur, weil sie immer grün ist im Winter und damit also diese Gottheit auch etwas von der Lebenskraft hat, sondern auch, weil man aus dem weichen, biegsamen Holz der Eibe den Bogen gemacht hat. Und Ulla als Wintergott kann ja nichts anbauen, muss also das sich davon ernähren, was er erjagen kann. Im Winter jagt man halt und dazu nimmt er diesen Eibenbogen. Den Eibenbogen jetzt gleich als Mondsichel zu deuten, finde ich, geht ein bisschen zu weit. Auch das ist schon vorgekommen. Aber in erster Linie ist also Ulla ein Gott der Jagd, des Winters, der Skiläufer und natürlich auch der Zweikämpfe. Und für diese Zuständigkeiten können wir ihn auch heute immer noch anrufen, wenn wir wollen. Und er kann uns dann helfen. Wir wollen Ulla als Wintergott nicht verwechseln mit den Winterriesen. Ihr wisst vielleicht, ich werde darüber auch mal irgendwann ein Video machen, dass in unserer Mythologie jede Gottheit auch eine Gegenkraft als Riese hat. Wir haben also Odin, Wotan als Windgott, aber wir haben auch Resvelgir oder so als Windriesen. Wir haben Donar als Donner- und Gewittergott und wir haben Riesen wie Trüm oder so, die dann auch den Donner symbolisieren. Und Njörd als Meeresgott und Ægir als Meerriese. Und so gibt es eben Ulla als Wintergott und es gibt auch trotzdem die Winterriesen. Das muss man unterscheiden. Ich möchte mich nun verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, abonniert meinen Kanal. Es sind noch ein Haufen anderer Videos da und bis zum nächsten Mal.